Wir haben diese Themen heute in der Sendung. Es gibt natürlich das Regionalwetter mit Neuschnee. Blitztipps für morgen habe ich für Sie und Sie erfahren mehr über den Verein Freiberger Agenda 21 e.V. Das alles und noch viel mehr sehen Sie in wenigen Augenblicken, deshalb bleiben Sie dran. Ich warte ja auf Sie. Bis gleich. Regional werben bringt mehr. Sie suchen ein neues Mitglied in Ihrem Unternehmen, einen Kollegen, einen Teamplayer. Dann teilen Sie das doch mit. Wie? Ganz einfach, im Glück auf TV Jobfinder. Wir finden gemeinsam das fehlende Puzzleteil für Ihr Team. Ein Projekt vom Mittelerzgebirgsfernsehen und Kanal 9 Erzgebirge, der Glück auf TV Jobfinder. Es ist Dienstagabend und pünktlich legen wir wieder den Finger an den Puls der Zeit. Hier ist Glück auf TV, hier ist Megional, die täglich aktuelle Sendung für den Kulturraum Erzgebirge Mittelsachsen mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir schreiben den 16. Januar 2024. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf. Gestern gab es den Höhepunkt der Bauernproteste in Berlin. Tausende Landwirte mit ihren Maschinen hatten sich auf den Weg in die Hauptstadt gemacht, um ihrem Unmut Luft zu machen und ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Die meisten Bauern sind recht nachdenklich wieder nach Hause gefahren. Ob das Ergebnis am Ende des Tages zufriedenstellend war, darüber hat Frank Langer heute mit Werner Bergelt vom Regionalbauernverband Erzgebirge e.V. gesprochen. Werner Bergelt, Sie waren gestern mit in Berlin. Mit welchem Gefühl sind Sie denn zurückgekommen? Naja gut, die Politik hat unsere Forderungen erfüllt. Das Gefühl ist eigentlich nicht berauschend. Die Zahlen gehen auseinander. Wie viele Bauern waren denn nun jetzt am Brandenburger Tor und in der Stadt selber? Es schwankt etwas oder gibt es da eine feste Zahl? Also wir gehen davon aus, dass ca. 20.000 Maschinen, Traktoren, LKWs in Berlin angereist sind. Sie haben nicht alle in die Stadt gepasst. Viele mussten auch in Außenbereichen stehen bleiben. Ja, und bei den Personen, da geht natürlich die Zahl mächtig auseinander von 10.000 bis 100.000. Aber wenn man gesehen hat, wie viele vor dem Brandenburger Tor gestanden haben, kann das schon mindestens 50.000 bis 70.000 gewesen sein. Sie wollten ja eigentlich mit der Politik ins Gespräch kommen. So richtig Gespräch hat nicht stattgefunden, oder? Ja, gestern Nachmittag hat die Verbandsspitze des Deutschen Bauernverbandes mit den Politikern am Tisch gesessen. Es ist eigentlich nichts herausgekommen. Es ist beschämend, wie sich im Moment die Politik verhält. Aber wir haben Zeit, bis zum parlamentarischen Verfahren werden wir auf unsere Bundestagsabgeordneten zugehen. Und ich denke, dort werden wir Klartext reden. Gibt es schon geplante Aktionen, die in der Region wieder stattfinden werden? Wird da was auch bei den Leuten ankommen, dass sie etwas spüren oder vielleicht mithelfen, euch unterstützen können? Ja, ich denke, die Bauern werden nicht Ruhe geben, bis unsere Forderung erfüllt ist. Aus dem Grund heraus wird es auch in nächster Zeit wieder Aktionen geben. In welcher Art und Weise werden wir natürlich noch genau absprechen. Wie blicken Sie nun in die Zukunft? Also ich bin ein Optimist. Ich denke, es wird auch in Zukunft mit der Landwirtschaft weitergehen. Und ich denke, die Politik wird sich auch besinnen müssen, dass wir im Erzgebirge auch Landwirtschaft betreiben können. Denn das ist ja eigentlich das, was wir brauchen, um auch in Zukunft die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln versorgen zu können. Passend zum Thema Landwirtschaft haben wir diese Zahlen gefunden. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland ist in den Jahren von 2020 bis 2023 um rund 3% oder 7.800 auf 255.000 Betriebe gesunken. Wie das Statistische Bundesamt zur Internationalen Grünen Woche in Berlin nach Ergebnissen der Agrarstrukturerhebung 2023 mitteilt, hielt damit der Strukturwandel in der Landwirtschaft hin zu weniger, aber dafür größeren Betrieben an.
Insgesamt bewirtschafteten die Betriebe im Jahr 2023 rund 16.000 Millionen Hektar Fläche. Damit soll das Thema Landwirtschaft für heute abgeschlossen sein. Liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Ehrenamt gewinnt immer mehr an Bedeutung und das bezieht sich nicht nur auf die Arbeit im Sportverein, sondern es geht weit darüber hinaus ins gesellschaftliche Leben hinein. Der Verein Freiberger Agenda 21 e.V. hat sich unter anderem auch das Netzwerken auf die Fahne geschrieben. Es lohnt sich, sich mal mehr damit zu beschäftigen. Miteinander reden. Was so einfach klingt, scheint in den letzten Monaten und Jahren immer schwieriger zu werden. Viele reden übereinander, aber kaum einer setzt sich noch gemeinsam an einen Tisch, um konstruktive Vorschläge zu bringen, wie man wieder zueinander finden kann. Dabei ist ein Austausch aktuell wichtiger denn je, um die Kluft zwischen Jung und Alt, Arm und Reich oder auch politischen Gegnern abzubauen. Der Verein Freiberger Agenda 21 möchte daher auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Mittelsachsen zu verschiedenen Themen ins Gespräch kommen. Aber was macht der Verein? Der Freiberger Agenda 21 e.V. ist ein Verein, der in Freiberg seit knappen 25 Jahren existiert. Und er kümmert sich um Ehrenamt, Bürgerbeteiligung und dergleichen mehr und ähnlichen Projekten, aber auch um Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung in Sachsen und in Mittelsachsen. Es geht ums Ehrenamtliche, wie kann ich mich persönlich als Bürger irgendwo einbringen, ohne irgendwelche Zwänge zu haben. Bei der Auftaktveranstaltung am Donnerstag in der Stadtbibliothek in Freiberg ging es dabei um das Thema regionale Netzwerke, sich aktiv im Gemeindewohl beteiligen. Ein neues Projekt, das zukünftig die Gesellschaft wieder mehr zusammenführen soll. Heute machen wir den Auftrag zum Netzwerken, das heißt Netzwerk Weltoffene Sachsen. Ein Projekt, was von Seiten des Ministeriums, muss ich so ablesen hier, vom Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt gefördert wird, wo es darum geht, Vereine in ganz Mittelsachsen zusammenzubringen zum Thema Ehrenamt, Demokratie, Alter und Senioren, aber auch verschiedene andere Punkte. Das heißt, alles, was nicht so ein Sportverein ist, den Leuten eine Plattform zu bieten, sich auszutauschen. Ja, weil Netzwerke eigentlich das Wichtigste ist, die Beteiligung von Menschen, Netzwerken ohne Personen, die aktiv sind, egal in welcher Schicht, kommen wir nicht weiter. Wir alleine an unseren Stellen kommen alleine nicht voran. Wir brauchen Menschen, die aktiv sind, die engagiert sind und darum muss man Netzwerke bilden. Rund 20 interessierte und engagierte Personen aus ganz unterschiedlichen Bereichen kamen dafür am Donnerstag zusammen. Das Ziel sollte dabei unter anderem der offene Austausch sein. Was ich mir hoffe, ist einfach mit zwei netten Referenten, die jetzt uns ein bisschen weiter in das Thema hineinführen, offen über gewisse Kommunikationsstrategien sprechen, aber auch um Inputs, wie wir den Leuten zukünftig in diesem Projekt weiterhelfen können. Weil man einfach ins Gespräch kommen muss. Man muss gemeinschaftlich darüber sprechen. Und man muss aber auch wissen, wo sind die Probleme sozusagen von den Einzelnen, um das auch gezielt unterstützen zu können mit Angeboten. Ja, ich erwarte mir neue Inputs. Ich erwarte mir einfach auch mal einen neuen Konsens. Man ist ja in seiner Arbeit manchmal so eingefahren und darum sind solche Veranstaltungen mit Bürgern aus verschiedenen Schichten, aus verschiedenen Vereinen immer so wichtig, weil da ein ganz anderer Blick kommt. Und das nehme ich so dankbar auf, um voranzukommen. Als Experten wurden diesmal Professor Stefan Beetz von der Fachhochschule mit weiter sowie Heiko Reinhold von der Volkshochschule Mittelsachsen eingeladen. Beide sprachen darüber, wie wichtig Kommunikation und Netzwerken ist und welche Probleme es dabei geben kann. Interessiert verfolgten die Anwesenden die Vorträge und kamen danach mit den beiden Referenten ins Gespräch. Dabei kamen ganz unterschiedliche Fragen auf den Tisch, die von den Experten im Zusammenspiel mit den anderen Anwesenden besprochen wurden. Denn genau darum ging es ja. Miteinander sprechen, Ideen entwickeln, sich austauschen und netzwerken. Ich meine, wir sehen, dass bei populistischen Ansätzen, ob links oder rechts, ist es erstmal egal. Erstmal spielen wir dort mit Ängsten. Und jetzt, wenn wir in die Neurobiologie reingehen, also was Negatives wirkt halt mit einem Faktor 3 bis 5 stärker auf Menschen als was Positives. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, okay, wie viel müssen wir dann tun oder wie anders müssen wir das tun? Also die Frage stelle ich mir, weil habe ich keine Antwort drauf. Und das wäre ehrlich gesagt, was ich ganz gerne diskutieren würde. Vielleicht hat jemand Ideen, weil genau dort müssen wir irgendwo ansetzen. Wichtig ist, dass wir an solchen Emotionen auch rankommen. Ja? Also weil die legen das frei, also nur über den Kopf hinaus.
erreichen wir Menschen nicht. Das ist richtig. Ja, also nur über den Kopf heraus werden wir keine Nachhaltigkeit umsetzen können. Ja. Nur über den Kopf hinaus werden wir nicht wirklich für eine Demokratie einstehen. Ja, sondern wir brauchen etwas, das wir damit verbinden, auch, was bei uns Emotionen hervorruft. Und da ist halt die Suche. Gell? Also was können das auch für Emotionen sein, die wir damit verbinden? Und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, die wir leisten müssen. Normalerweise gehen wir immer bei Netzwerken rein, was ist das Thema, was wollen wir machen, worüber wollen wir sprechen. Aber bei den Partnern erlebe ich das selber nicht und es würde mir auch sehr schwer fallen, genau erstmal auf die Suche zu gehen nach den positiven Emotionen, die mich eigentlich in dieses Netzwerk bringen, die ich in diesem Netzwerk eigentlich auch wiederfinden möchte. Würde es aus Ihrer Sicht notwendig sein, wenn wir neue Netzwerke gründen, am Anfang erst uns dieser Aufgabe zu stellen, nach den zugrunde liegenden Emotionen zu suchen, die uns motivieren? Ich habe ja erstmal gesagt, das Netzwerk ist ja erstmal etwas, was ich mache. Und wenn ich aber gemeinsam was machen will, also wenn das Netzwerk etwas ist, wo ich sagen will, ich will jetzt auch was, ich will das nutzen, ich will damit was gemeinsam machen, dann brauche ich es, glaube ich, auf jeden Fall. Und der erste Schritt ist ja ähnlich wie mit der Kommunikation. Ich muss mir immer selber klar werden, warum will ich eigentlich bestimmte Dinge. Aber das sind Prozesse. Also das ist eben etwas, was immer, und das ist eben das, was, sage ich mal, sowohl Chantal Mouffe dann eben auch sagt, das ist immer auch was Offenes. Aber nicht nur über ein Was-wäre-wenn wurde gesprochen, sondern auch einige positive Beispiele kamen auf den Tisch und regten zur Ideenentwicklung an, wie zukünftig wieder mehr zusammengerückt werden kann. Und die haben einfach wirklich kaum noch Kontakt zu jungen Leuten. Ne? Und da haben sich schon Brücken, also sagen wir mal, sehr große Klüfte da einfach gebildet. Wir versuchen es natürlich zum Beispiel in der Generationenhaus immer wieder mit dem Jugendtreff und in dem Haus eben so Kontakte zu gestalten, aber es braucht eben Zeit. Unsere Rentner-Tanzgruppe, die jüngste ist 75, die älteste ist 88. Die treffen sich jeden Monat, haben die Räume in der WG gekriegt, schon viele Jahre die Tanzgruppe, sind nur Frauen, ein Mann dabei, aber die bewegen sich und die wollen jeden Monat, wenn es mal ausfällt. Die treffen sich, das ist eine Gemeinschaft. Wir sind eine Theatergruppe, wir hatten letztes Jahr in Freiberg ein Theaterstück auf die Beine gestellt. Und also manchmal brauchen wir auch nur einfach ein gemeinsames Thema. Und wir waren eine Gruppe, der Jüngste, das war ein fünfjähriges Kind, der Älteste war über 60. Wir hatten Ausländer dabei, also es war wirklich alles und vertreten sozusagen. Und es war halt ein gemeinsames Thema, wir haben bearbeitet, ein Theaterstück gemacht. Und da ist so eine feste Gruppe jetzt entstanden, dass wir auch weitermachen wollen, dieses Jahr über Demokratie. Ein gelungener Abend aus Sicht der Veranstalter. Wann und wo die nächste Veranstaltung im Rahmen des neuen Projektes Regionale Netzwerke stattfindet, wird aktuell noch geplant. Über bevorstehende Veranstaltungen wird auf Facebook, Instagram und über die Website www.freibergeragenda21.de informiert. Ein Blick in den Veranstaltungskalender lohnt sich auf jeden Fall, denn auch in diesem Jahr wird der Verein wieder zahlreiche Veranstaltungen wie etwa das Fest der Kulturen, den Markt der Nachhaltigkeit, das Stadtradeln und natürlich den Frühjahrsputz durchführen. Die umfangreiche Frische Kur für das Bergbaumuseum Elsnitz biegt auf die Zielgerade, wird aber weitaus teurer als einst geplant. Im Spätsommer soll die Kohlewelt als Erlebnisschauplatz an authentischem Ort neu für Besucher öffnen. Die Kosten belaufen sich laut Erzgebirgskreis auf knapp 30 Millionen Euro. Ursprünglich waren rund 18 Millionen Euro veranschlagt. Begründet wurde dies unter anderem mit gestiegenen Baupreisen sowie unerwartete Schwierigkeiten bei Umbauten an der historischen Bausubstanz. Die Einrichtung der neuen Ausstellung wird vom Land mit rund 2,9 Millionen Euro unterstützt. Der Fördermittelbescheid wurde am vergangenen Montag übergeben. Trotz des finanziellen Aufwands wird es allerdings nicht möglich sein, die ehemaligen Gangstrecken des Bergwerkes zu befahren. Man bekommt dennoch einen Einblick unter Tage durch einen detailgetreuen Nachbau. So, liebe Zuschauer, noch mehr Informationen gibt es nun in unserem Serviceblog mit dem Regionalwetterbericht und Neuschnee. Wir schauen in die Polizeiakten, aber vorher gibt es unsere Blitztipps.
Die Polizei kontrolliert morgen die Geschwindigkeiten unter anderem in Brünlos, obere Siedlungsstraße. Darüber hinaus erwarten sie auch wieder die Kontrolleure im Auftrag der Landratsämter und Kommunen an den üblichen und bekannten Stellen. In Freiberg zum Beispiel auf dem Herrenweg und dem Schulweg. Achtung, hier ist Tempo 30 erlaubt. Achten Sie einfach auf einen dunkelgrauen bzw. weißen Caddy am Fahrbahnrand. Es heißt also Augen auf und Fuß vom Gas. Das spart im Endeffekt eine Menge Geld und schont vor allem die Nerven. Hier sind die Polizeiberichte. Großrückerswalde, Fahrzeugbrand. Durch telefonische Mitteilung eines Zeugen wurde am 15. Januar 1.10 Uhr der Brand eines Pkw Skoda bekannt. Dieser war auf der Talstraße abgeparkt und brannte im Heckbereich. Ebenso kam es an einem zweiten Pkw Renault zu Beschädigungen an einem Reifen ohne Ausbruch eines Brandes. Der Renault wurde in wenigen Metern Entfernung zum Skoda abgestellt. Es kam ein Brandursachenmittler der Chemnitzer Kriminalpolizei zum Einsatz, um die Brandursache zu ermitteln. An den Fahrzeugen kam es nach aktuellem Stand zu Schäden in Höhe von 11.000 Euro. Zschopau, Spuren im Schnee führten zu Einbrecher. Durch den Sicherheitsdienst wurde am 14. Januar 19.30 Uhr bekannt, dass sich auf einem Betriebsgelände in der Krummhermersdorfer Straße unberechtigte Personen aufhalten würden. Die eingesetzten Polizeibeamten verfolgten die im Schnee hinterlassenen Schuhspuren und machten so in einem Container einen 21-Jährigen ausfindig. Dieser hatte zuvor den Zaun zum Firmengelände überstiegen und bereits Elektroteile zum Abtransport bereitgestellt. Der auf frischer Tat gestellte tschechische Staatsbürger wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der heutige Tag begann für die meisten mit Frühsport und einem kräftigen Schipp, Schipp, Hurra. Über Nacht hatte es doch örtlich beachtlich viel Schnee hingeschmissen und obendrein griff Petrus kurz vor sieben für die Marienberger ganz tief in die Spezialeffekt-Trickkiste. Ein Wintergewitter mit Blitz und Donner vom Feinsten brachte kurzzeitig den Winterdienst und die Fahrzeugführer auf dem Weg zur Arbeit zur Verzweiflung. Das Tief Eftalia über dem Baltikum schaufelt weiter polare Kaltluft aus nördlicher Richtung zu uns. Das Hoch Bonifaz hat sich Richtung Balkan verzogen und das Tief Gertrud dreht sich munter westlich von Spanien. Diese beiden sorgen im Zusammenspiel für eine südwestliche Warmluftströmung. Ja, und diese trifft morgen Mittag über der Mitte von Deutschland auf die polare Kaltluft und das wiederum mit gravierenden Folgen. An der Luftmassengrenze kann es zu ergiebigem Niederschlag kommen und wir befinden uns darunter. Soll heißen, es ist morgen mit Schnee, Schneeregen oder gefrierendem Regen zu rechnen. Das die kompakte Erklärung, warum es so ist, wie es ist. Hier nun die Details. Heute Abend und in den Nachtstunden zeigt sich der Himmel über unserem Sendegebiet leicht bewölkt oder sogar klar und wir bekommen einen guten Blick auf die Sterne und die zunehmende Sichel des Mondes. Wenn Sie sich den Anblick gönnen wollen, dann aber mit einer entsprechenden Kleiderordnung, denn es ist recht kalt. Rund um Freiberg zeigen die Thermometer zwischen minus 6 und minus 4 Grad an. Und oben auf dem Erzgebirgskamm wird es mit minus 7 bis minus 5 Grad einen Ticken kälter. Der Wind weht dabei als leiser Zug mit um die 8 Kilometer pro Stunde aus Süden. Der Mittwoch startet morgen mit einem wolkigen Himmel und einem kurzen sonnigen Intermezzo. Doch bereits gegen Mittag treffen die Warm- und Kaltluft aufeinander und dann klettert das Niederschlagsrisiko auf 90%. Und im Verlauf des Nachmittags wird es schneien oder eben regnen. Diese Niederschläge aus dem bedeckten Himmel begleiten uns durch den Abend und in die Nacht hinein. In den Höhen wird es, wie schon angedeutet, schneien
und weiter unten wird es zunehmend nasser. Am Ende des Tages steht auf dem Abrechnungszettel der Sonne, wenn überhaupt, eine magere Arbeitsstunde. Tja, und die Thermometer zeigen folgende Werte. In Oberwiesenthal sind das zwischen minus 7 und 0 Grad und unsere Flachländler können sich auf minus 4 bis plus 1 Grad einstellen. Der Wind weht weiter leicht mit um die 17 Kilometer pro Stunde aus Süden. Ja, und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das, was danach kommt. Und das ist logischerweise richtig der Donnerstag. Der Donnerstag bringt noch mehr Niederschlag von einem bedeckten Himmel, ganz ohne ein Zutun der Sonne. Wobei der Niederschlag auch in den tieferen Regionen zunehmend wieder als Schnee fällt. Minus 6 bis minus 1 Grad steht in den Anzeigen der Thermometer und der Wind bläst in frischen Böen aus Nordwesten. Am Freitag ist der Spuk dann vorbei und wir erwarten eine Wetterberuhigung. Der Himmel präsentiert sich leicht bewölkt und die Sonne ist wieder mal mit vertreten. Niederschlag steht dann nicht auf dem Plan. Minus 7 bis minus 1 Grad gibt es bei einem leichten Wind aus Westen. Wie das dann im weiteren Wochenverlauf aussieht, das beleuchten wir dann morgen hier an dieser Stelle beim Ausblick. Das war es nämlich für heute hier vom Regionalwetter. Ja, und das war es dann auch schon vom Dienstagsmedienjournal, liebe Zuschauer. Das bedeutet, dass wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Mittwoch für Sie hier zur Stelle. Und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt's im Internet unter www.glückauf.tv. Damit wünsche ich Ihnen einen behaglichen Abend und eine geruhsame Nacht. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.